Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution oder Deus Ex Human Revolution. Ist doch egal, wie man es ausspricht, ist doch alles das Gleiche. Wir haben in der letzten Folge einen Hacker befreit und wurden angegriffen. Deswegen ein bisschen Überlänge, weil da noch ein Cutscene zwischen war. Aber es geht weiter. Und wir haben Feinde. Sobald die Anlage fertiggestellt ist. Mein Exklusivinterview mit Hugh Darrow finden Sie in voller Länge unter www.pikeswell.com. Eigentlich suchen die nicht nach mir, oder? Ich bin Eliza. Andererseits, sie haben einfach Leute umgenietet. Was ist das? Das passiert mir zwar nicht oft, aber es scheint, als müsste ich eine frühere Meldung zurückziehen. Der Millionär Hugh Darrow hat mich persönlich kontaktiert. Alter, habt ihr es gesehen? Der hat gescheatet. Dass er bei geheimen UN-Debatten man hatte durch eine Kombination aus Eisenrümmung und geothermaler Steuerung die Temperatur der Meere zu verändern. Entschuldigung, Herr Darrow, aber von wo stehen Sie denn? Ach, der Darrow. Sobald die Anlage hat allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Sie meinen das Panchaya-Projekt, die gemeinsame globale Anstrengung. Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr. Was ist denn noch mehr? Unsere größte Chance, das zu erreichen, was ist denn für einer? Headshot. So. Habe ich eigentlich mittlerweile hier so einen Praxispunkt? Ja, eigentlich ja. Könnte man doch eigentlich was auf die der Malpanzerung geben, oder? Hier unten. Senkt Schaden. Nehme ich. Kann ich gut gebrauchen. Sobald die Anlage fertiggestellt ist. So, nochmal eben Waffen nachladen und zwar alle. Finden Sie in voller Länge unter www.pikesweb.com. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Ne? So? Das passiert mir zwar nicht oft, aber es scheint, als müsste ich. Jetzt haben sie alle umgenietet, ey. Das ist. Echt scheiße. Das kann ich nicht gut heißen. Oh yeah. Was? Der Mann hatte Folgendes dazu zu sagen. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit ach, ein Gegner irgendwo. Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr, Eliza. So, was ist eigentlich jetzt genau meine Aufgabe? Faridas Rache, immer noch. Ja, jetzt habe ich versehentlich hier Van Brucken geholt. Van Brucken haben einen des Garten bestimmt, um Van Brucken zum Schweigen zu bringen. Wenn ich meine Ermittlung fortsetze, muss ich lebend aus dem Gebäude rauskommen. Ja, das ist kein Problem. Da sind wir auf einem guten Wege. In den Matrix. Arsch. Die brauche ich gar nicht. Wie komme ich hier wieder runter? Da hinten. Entschuldigen Sie, Mr. Darrow, aber es gibt viele, die ihre Anlage. Sobald die Anlage fertiggestellt ist. Mein Exklusivinterview mit Hugh Darrow finden Sie in voller Länge unter www.pikesweb.com. So. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Pikes TV. Jetzt haben wir wieder 50 Munden, das ist gut. Eine kleine Pause für eine Mitteilung.
Mitteilung unseres Sponsoren. Ah, Moment, ich muss da irgendwie hin für die Sache. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Sie meinen, dass man Chaya... Jetzt haben sie echt alle umgenietet hier, ne? Das ist echt scheiße. Kann ich nicht gut aussehen, da muss jemand sterben für. Alter, hier war alles noch voller Leben. Jetzt sind alle erledigt. So, wo sind die anderen großen Jungs? Ich hab ja doch große Jungs eliminiert. Da! Sturmgewehr. Nice! Hätten wir uns selbst von der Wahrheit überzeugen können. Sobald die Anlage fertiggestellt ist. Mein Exklusivinterview cool. Mit Hugh Darrow finden Sie in voller Länge unter www.pikesweb.com. Nicht genug Platz. Habe ich noch Schrottmuni? Ja, die kann ich mal fallen lassen. Die brauche ich ja nicht mehr. Shit, hätte ich ihnen den Revolver gegeben. Naja. Standardgewehrmunden. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Ups. Boah, wie viel Mund braucht das? Wie viel Platz? Na. Boah, anscheinend eine ganze Menge. Mehr als ich hab. Das passiert mir zwar nicht oft. Ich hab mal eben Batterien aufgeladen. Damit ich das hier bewegen kann. So. Hm. So. Kann ich das jetzt aufsammeln? Ja. Alter Schwede. Respekt. Das ist meine ordentliche Wumme. Hier war aber noch einer. Da. Momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. BDA, Splittergranaten. Ja, super. Standardgewehrmund brauche ich eigentlich. Jetzt wird irgendwas wieder sterben. Komm, die 6 Betäubungsfalle. Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr, Eliza, und wir müssen als Spezies aktiv werden, um die Situation zu verbessern. Unsere größte Chance, das zu erreichen, liegt... So, ich habe 49. Darin, durch eine Kombination aus Eisendüngung können und wir die erstmal nutzen. Steuerung, die Temperatur der Meere zu verändern. Entschuldigen Sie, Mr. Darrow, aber es gibt viele, die ihre Anlage... So, hier auf dieser Ebene müsste irgendwas sein. Hm? Okay. Jetzt habe ich Schrottplatton. Patron. Platon. Brauche ich ja gar nicht. Ah, ich habe den Platz wieder frei, damit ich die Munition lagern konnte. Cool. Ja, ich dich auch. Ich hab die richtigen abgeknallt, ne? Ich hoffe. Viel Schrott, merke ich gerade. Okay, nehmen wir die große Knarre. Hm? Wet Floor, Caution. Wow. Ordentlicher Wumms, aber war notwendig.
wir nämlich hier entlang. Ich glaube, das ist aber schon korrekt, was ich da mache. Ich habe den eigentlich fast so umgekippt. Mit der Kanone. Au. Schmerz. Ja, so bin ich. Ich laufe in Fallen rein. Ist das nicht toll? Jetzt sag nicht, hier ist alles voller Strom. Habe ich irgendwas, was mich vor Strom schützt? So die Thermalpanzerung. Ich finde Argumentierung und Energieverlust durch EMP-Kanonen und Elektrizität. Das heißt, ich werde auf jeden Fall... Ja, ich sterb. Alter. Da fängst du schon wieder an zu blinken. Oh. Ha, es hat nichts geklappt. Okay. Ich bin durch. Wer will es mit mir aufnehmen? Cool. Eine Leiche. Was ist? Eine Leiche. Oh Gott. Was ist geschehen? Ich will nicht, wenn es sich lädt. Jetzt hat sich zum Beispiel den Schalldämpfer, der hat sich jetzt bewährt. Cool. Wäsche waschen. Aber manchmal ist das schon richtig gut, wenn man so in geheimer Mission durchgehen kann. Wenn du was siehst, schieß. Nicht lange reden, schießen. So. Denk mal, wir sind hier so gut wie fertig. Kann ich hier raus? Ne. Sieht aber fast aus, als wäre ich so gut wie draußen. Sturmgewehr-Muni. Und Standardgewehr. Das heißt, wir haben jetzt ordentlich Munition für das Riesending. Können wir also beim nächsten Riesengegner ordentlich Krawall machen. Das freut mich. So, mal einen Schluck trinken. Malik, ich muss mit Pritchard reden. Ich brauche alles, was er über das Gebäude von Tai Yong Medical hat. Grundrisse, Baupläne, einfach alles. Das könnte eine Weile dauern, Jensen. Okay, er hat Zeit, bis ich das Tai Yong Shuttle gefunden habe, von dem Van Bruggen gesprochen hat, und damit zu ihrer Fabrik fahre. Jensen out. Hey, die sind auf meiner Seite, oder? Hey, yo. Eine Belltower-Aktion. Gehen Sie. Okay. Dann sind wir hier fertig. Dann kann ich ja hier nach oben gehen. Das war die Abriegelung da hinten. Aber ich kann hier rüber, ne? Ja, sehr schön. Guti, wir haben die eine Mission geschafft. So, ich gehe übrigens jetzt in die andere Richtung mit dem Farida? Hm, komisch, kommt mir so bekannt vor. Aus dem Let's Play Prince of Persia. Können Sie mir sagen, wo die Limbklinik ist? Ja, unsere größte Chance, das zu erreichen, liegt darin, durch eine Kombination aus... So, und, Alter, ist das laut. Und in der nächsten Folge gehen wir da hinein, in die Limbklinik. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.